Aktuell befinden wir uns ja in der sogenannten digitalen Revolution. Das bedeutet auch, und jeder weiß das, alle sind bei Facebook oder fast alle inzwischen, viele twittern, viele Menschen kaufen online ein. Wir haben ganz viele verschiedene Manifestationen dessen, was das digitale Leben bedeutet. Keiner kann wirklich abschätzen, was es bedeutet für die Gesellschaft insgesamt. Und wir versuchen genau hier einen Beitrag zu leisten, indem wir genau darauf schauen, was Menschen nun wirklich im Netz tun.